Vielen Dank, Dietmar, für die feine und treffende Einleitung. Und ich grüße Sie alle auch sehr herzlich. Schön, dass Sie da sind. Bei diversen Umfragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da stimmen der Aussage, die Gesundheit ist das höchste Gut, weit über 90% der Befragten zu. Und immer mehr Menschen, wenn es körperlich oder seelisch nicht gut geht, die krank sind, wenden sich neben ihren Besuchen bei der Hausärztin, beim Facharzt, bei der Psychotherapeutin, leider manchmal auch stattdessen an Anbieterinnen und Anbieter von alternativ- und komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden. Sie gehen zu Energetikern oder spirituellen Heilerinnen. Alternative Heilverfahren sind kein modernes Phänomen. Sie waren und sind ständige Begleiterinnen der wissenschaftlich begründeten Medizin. Neu ist allerdings, dass ein großer Markt mit unüberschaubar vielen Angeboten entstanden ist. Also insgesamt ist das für niemanden mehr leicht, die einzelnen Angebote voneinander zu unterscheiden. Und wie wir es in der Einleitung bereits gehört haben, Interessantes und durchaus Seriöses tummelt sich heute neben Humbug und Geldmacherei. Ich möchte das Tor zu unserem Thema heute Abend mit ein paar Beispielen öffnen. Ich gebe sie inhaltlich wörtlich, aber anonymisiert wieder. Da heißt es in einer Annonce einer auflagenstarken Tageszeitung: Helga Wittwer, 20 Jahre als Heilerin tätig. Sie praktiziert gemäß der Weisheit, wer heilt, hat Recht. Kranke, auch Schwerkranke, können wieder gesund werden. Menschen aus der ganzen Welt legen ihre ganze Hoffnung in Frau Wittwers Hände. Es erfolgen 15 Behandlungen an 2x4 Tagen. Die Patientinnen und Patienten übernachten jeweils in einem Hotel. Tierbehandlungen sind ebenso möglich, allerdings nur per Fernheilung. Oder unter den Kleinanzeigen von eBay habe ich Folgendes gefunden. Überschrift: Heiler, Geistheiler, Seelenführer. Und darunter: Im Zentrum meiner Arbeit steht deine Seele und deine körperliche Gesundheit. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen bei Lebensveränderungen, Krisen und in Krankheiten beizustehen. Ich erhalte Botschaften aus der spirituellen Welt, die helfen, karmische Verstrickungen aufzulösen, damit du wieder an Körper und Seele genesen kannst. Verändere dein Leben von innen heraus und finde deinen Seelenplan. Und auf einer Homepage wiederum kann man lesen: Reiki und Bachblütentherapie. Als Reiki-Meisterin ist es mein Selbstverständnis, ihre selbstheilenden Kräfte zu aktivieren und ihren Körper, Geist und ihre Seele in Einklang zu bringen. Die sanften Methoden helfen bei Depressionen, Erschöpfung und begleitend bei chronischen Erkrankungen, Chemo- und Strahlentherapie. Gemeinsam entscheiden wir, welche Therapie Ihnen auf Ihrem Weg weiterhilft. Eine Haftung im Rahmen der Gesetzgebung ist ausgeschlossen. Und auch in der Pflanzenwelt, jetzt noch ein viertes Beispiel, finden alternative Verfahren Eingang. Sie sehen hier homöopathisches Orchideenelixier. Also auch für die Pflanzengesundheit gibt es ein homöopathisches Mittel. In meinen folgenden Ausführungen möchte ich nun versuchen, für Sie ein paar Spuren zu legen. Spuren im Feld der alternativen Heilverfahren.
Ich will Ihnen eine Orientierung anbieten, die auch Ihre Urteilsfähigkeit etwas stärken soll. In einem ersten Schritt, möchte ich dazu ein paar Begriffe klären und gleichzeitig eine erste Übersicht anbieten. Ein zweiter Teil versucht eine Unterscheidung und Einordnung. Ein dritter widmet sich der Frage nach Kriterien für eine Beurteilung. Es geht hier auch um die Einschätzung der Qualität eines konkreten alternativen Angebotes. Und der letzte Teil schließt mit theologischen, psychotherapeutischen, psychoanalytischen Anmerkungen zum Thema Gesundheit, Krankheit, Heilung. Und ich möchte in diesem Teil unser Thema Hauptsache gesund in einen größeren Horizont stellen. Für eine Begriffsklärung möchte ich starten mit Schulmedizin, also quasi als das Gegenüber von jenen Angeboten, von denen wir heute Abend sprechen, die manchmal sogar als Feindbild gesehen wird. Mit Schulmedizin ist jene Medizin gemeint, die an Universitäten oder Hochschulen in aller Welt gelehrt wird, die wissenschaftlich orientiert ist und die allgemein anerkannt wird. Die Schulmedizin fasst alle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zusammen, die dem Denkansatz von Ursache und Wirkung folgen. Und beide, Ursache und Wirkung, die müssen mit wissenschaftlichen Methoden objektiv nachweisbar sein. Synonym wird manchmal auch der Begriff Biomedizin verwendet. Mit Alternativmedizin, ganz einheitliche Definitionen gibt es hier nicht, mit Alternativmedizin wird die ganze Palette von Behandlungsmethoden und diagnostischen Verfahrensweisen gemeint, die alternativ zu den wissenschaftlich begründeten Methoden der Medizin und Psychotherapie Anwendung finden. Die Alternativmedizin umfasst völlig unterschiedliche Verfahren. Teilweise kommen sie auch ergänzend im Gesundheitswesen vor. Alternativmedizin basiert auf anderen Modellen der Entstehung von Krankheit und deren Behandlung als jene der Schulmedizin. Synonym verwendete Begriffe sind Komplementärmedizin, Ganzheitsmedizin, traditionelle Medizin. Diese Verfahren der Alternativmedizin können wissenschaftlich erforscht sein, die meisten sind es allerdings nicht. Nachweis für eine Wirksamkeit gibt es nur für wenige Methoden. Im Folgenden schauen wir uns nun an, welche alternativen Heilverfahren gibt es. Ich versuche sie so grob in 5 Gruppen zusammenzufassen. Ein verbindliches und allgemein anerkanntes Ordnungsschema gibt es nicht und auch die Aufzählung kann nicht vollständig sein. Sie werden auch bemerken, dass es Überlappungen gibt und die Abgrenzungen zueinander, die können nicht ganz scharf getroffen werden. Im Moment geht es vor allem um einen Überblick. Da haben wir die Naturheilkunde. Sie legt hohen Wert auf eine naturgemäße Lebensweise und sie umfasst Heilverfahren, die die natürlichen Reaktionen im Körper und die körpereigenen Fähigkeiten zur Selbstheilung aktivieren sollen. Einbezogen werden die in der Natur natürlich vorkommenden Mittel und Reize, also beispielsweise Wasser, Wärme, Kälte, Sonne, Licht, Luft, Atmung, Gedanken. Solche natürliche Arzneimittel wie Heilpflanzen werden besonders hier auch mit einbezogen.
in diesen Bereich der Naturheilkunde gehören. Kräutermedizin, Kneippmedizin, Homöopathie, Aromatherapie, Bachblüten, Ayurveda, Ernährungstherapie, Heilfasten und die traditionelle Medizin, die chinesische und europäische. Die Wirksamkeit von Naturheilverfahren ist teilweise wissenschaftlich bewiesen und die Naturheilkunde kann auch im Rahmen der Schulmedizin Anwendung finden. Dann haben wir die manuellen physikalischen Verfahren. Es geht um die Ausrichtung des Körpers und die gezielte Reiz- und Kraftausübung auf den Körper mit dem Ziel, die körperlichen Funktionen und die Gesundheit zu verbessern. Hierzu gehören Techniken wie Chiropraktik, Osteopathie, Akupunktur, Akupressur, Massagetherapie, Fußreflexzonenmassage. Dann haben wir die Verfahren, welche den Zusammenhang bzw. die Einheit von Körper und Geist in den Mittelpunkt stellen. Es geht hier um den Abbau von Stress und die Steigerung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens. In diese Kategorie kann man einordnen die Entspannungstechniken, Meditation und Körpertherapien. Beispiele hierfür: autogenes Training, Achtsamkeitsübungen, progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, Yoga, Hypnose, Feldenkrais. Einige dieser Verfahren arbeiten auch durchaus evidenzbasiert. Dann haben wir die energiebasierten Verfahren. Damit sind jene gemeint, die von der Annahme ausgehen, dass der Körper Energie ist und die mit diesen Energiefeldern arbeiten. Also durch die Beeinflussung und die Harmonisierung dieser Energie soll Gesundheit wiederhergestellt werden. Hier gehört her Reiki, Strömen, Tai Chi, Qigong, Prana Healing und andere. Und schließlich die religiösen Verfahren. Hier steht die Annahme im Hintergrund, dass sich die Herstellung einer Verbindung zu etwas Göttlichem, zu etwas Spirituellem, dass sich das positiv auf die Gesundheit auswirkt. Also jene Behandlungsmethoden, die mittels religiösen oder spirituellen Praktiken Heilung oder Besserung bringen. Hier gehören hin Schamaninnen, Gesundbeter, Heiler und Wunderheilerinnen. Was ist nun von all diesen Verfahren zu halten? Ich möchte Ihnen im Blick auf diese vielen Verfahren der alternativen Heilungsszene, möchte ich eine mögliche Unterscheidungshilfe als Orientierung anbieten. Und dabei möchte ich als erstes alle Gesundheitsberufe, die in Österreich gesetzlich geregelt sind, herausheben und Ihnen damit eine wichtige und praktikable Möglichkeit der Abgrenzung zur Hand geben. Also die Gesundheitsberufe, das ist jene Berufsgruppe, in deren Hände gehören kranke Menschen. Hier zählen dazu die Ärztinnen, die Psychotherapeuten, alle Fachärzte, die Physiotherapeutinnen, die Ergotherapeuten, Hebammen und andere. Deren Behandlungen werden zur Gänze oder zumindest teilweise von den Sozialversicherungsträgerinnen über das Honorar bezahlt. Und sie zeichnen sich zunächst durch eine evidenzbasierte Praxis aus. Das heißt, deren Vorgehensweise und deren Entscheidungen, die beziehen sich auf klinische Erfahrungen, auf Forschungsergebnisse und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Also von den Gesundheitsberufen
Im engeren Sinn sprechen wir heute Abend nicht. Aber für eine bessere Orientierung ist diese Unterscheidung Gesundheitsberufe und die ganze Bandbreite an alternativen Heilmethoden sehr wichtig. Als Beispiel für Sie. Menschen mit psychischen Problemen, das erlebe ich auch immer wieder in meiner Praxis, die begeben sich oftmals zuerst in irgendeine Form von Coaching oder sogenannter energetischer Arbeit. Und die meinen dann, dass sie sich ja ohnehin schon behandeln und unterstützen lassen. Aber gehören tun sie in fachärztliche und in psychotherapeutische Behandlung, also in den Kontext eines Gesundheitsberufes. Und diese Grenzziehung hin zu den Gesundheitsberufen, die ist nicht nur wichtig und hilfreich, sondern die verhindert vor allem auch, dass es zu keinen Vermischungen kommt. Als zweite Einordnungsmöglichkeit nenne ich die vielen, die sehr vielen Angebote, alternativen Heilungsangebote, die in den Bereich der Esoterik sowie des Lebenshilfe- und Psychomarktes gehören und somit verknüpft sind mit einer speziellen, spezifischen Weltanschauung. Hier gehören sehr viele Angebote hinein. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, was man unter Esoterik versteht. Esoterik, so wie sie heute begegnet, ist sehr vielseitig, vielschichtig, kennt faktisch keine Verbote und Gebote. Ganz viel ist möglich und ganz viel passt hinein. Und mir scheint es hilfreich, wenn man Esoterik als ein Bündel von Denkmustern versteht. Und dieses Denken der Esoterik ist charakterisiert, dass es sich gegen den Rationalismus der modernen Wissenschaften wendet. Dieses Denken ist weiters charakterisiert durch eine höhere Erkenntnis, die wird durch Intuition oder durch Eingebung erfasst. Und mit dieser Erkenntnis wird eigentlich alles erklärbar. Weiters zeichnet sich die Esoterik durch ein bestimmtes Wirklichkeitsverständnis aus. Und zwar, dass die Wirklichkeit verstanden wird als schwingende Energie und alles ist letztlich eins. Und das letzte Prinzip hinter allem, also das wäre jetzt sozusagen das Gottesbild, wie das gesehen wird, dieses letzte Prinzip, das man als Gott oder das Göttliche bezeichnen kann, das wird als unpersönliche Energie gedacht. Diese Energie, die die ganze Wirklichkeit durchdringt und nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Diese Energie wird Prana oder Chi oder es gibt auch andere Ausdrücke genannt. Esoterisches Denken kann an sehr vieles andocken und so eben auch an den Gesundheitsbereich. Und das ist wohl auch einer der wichtigsten Gründe für die Attraktivität esoterischen Denkens und deren Angebote. Die esoterische Erkenntnis kann nämlich Menschen dazu verhelfen, gesund zu werden. Gesund lebt, wer die Gesetze des Universums kennt und sich danach ausrichtet. Konkret besteht das Muster esoterischer Heilung meistens in der Lösung von Energieblockaden im Körper. Krankheit resultiert daraus, dass die Energie im Körper nicht mehr frei fließen kann. Und deshalb werden Störungen hervorgerufen, psychische und physische.
Und mit den verschiedensten Techniken und Praktiken, die angeboten werden, also von Tai Chi, Qigong, über Reiki oder Prana Healing, mit diesen Techniken sollen die Blockaden im Körper wieder beseitigt werden und soll der Mensch gesunden, indem er wieder im Einklang mit der göttlichen Energie, die in seinen Körper fließen kann, lebt. All diese Methoden in der Esoterik, die sind in der Regel erlernbar und werden auch in Kursen und Seminaren in Einweihungen weitergegeben. Hier reihen sich eine Vielzahl der Anbieterinnen und Anbieter alternativer Heilmethoden ein. Das heißt, sie haben ihr Wissen und ihr Behandlungsverfahren sich angeeignet. Es gibt aber auch jene, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie ihre Fähigkeit zu heilen nicht gelernt, sondern direkt aus Mitteilungen von Engeln beispielsweise erhalten haben oder von aufgestiegenen Meistern oder von Geistern oder Verstorbenen und manchmal sogar auch von Außerirdischen. Und wieder andere Anbieterinnen und Anbieter auf dem Esoterik- und Psychomarkt, die arbeiten mit Wahrsagerei und mit Vorhersagen mittels Tarotkarten, Astrologie und Horoskopen, um hilfesuchende, kranke Menschen zu behandeln. Sie hören schon, wie viele, zum Teil auch fundamentale Unterschiede es bei all diesen esoterischen Lebenshilfe- und Heilungsangeboten es gibt. Und dass sich die Frage nach der Seriosität und Qualität zwar aufdrängt, aber pauschal nicht beantwortet werden kann. Man kommt nicht umhin, jedes einzelne Angebot genau anzuschauen und dann entsprechend zu bewerten. Und für dieses Prüfen und Unterscheiden versuche ich Ihnen dann noch im nächsten Teil Kriterien zur Hand zu geben. Zuerst noch kommen wir zu der dritten Gruppe. Die nenne ich religiöse Heilerinnen und Heiler. Die unterscheiden sich von der Gruppe, die ich Ihnen vorher dargestellt habe. Es sind jene Frauen und Männer, die ich religiöse Heilerinnen nenne und die nicht mit einer erlernbaren Methode oder mit speziellen Präparaten arbeiten. Die besitzen nach eigenen Angaben und nach Angaben Dritter eine außerordentliche Begabung zu heilen. Quasi ein Charisma, könnte man es nennen. Sie verstehen das für sich so, dass Gott durch sie heilt. Diese Heilerinnen und Heiler werden von Menschen mit den unterschiedlichsten körperlichen und seelischen Beschwerden aufgesucht. Es wird von kleineren und größeren Heilungen berichtet. Der Heilungsprozess, der geschieht durch die Heilkraft des Heilers oder der Heilerin, konkret durch Handauflegung, durch Gebet oder durch Berührung. Es handelt sich bei diesen Heilerinnen und Heiler meistens um eher bescheidene, zurückgezogene Menschen. Sie arbeiten für sich alleine, sind eher Originale. Sie sind nicht auf Esoterikmessen anzutreffen. Sie machen keine Werbung und sie nehmen im Normalfall kein Honorar. Sie werden Gesundbeter, Warzenfrauen, bei uns im Dialekt Warzewible genannt. Sie können Blut stillen, Schmerzen nehmen und vieles andere. Ich möchte Ihnen exemplarisch in Form einer kleinen Vignette einen solchen Heiler vorstellen, den ich selber kenne. Ich nenne ihn hier Josef. Er nennt sich Gesundbeter oder einfach das Warzemändle.
Er sieht sich als Werkzeug Gottes. Er kann beten, dass sich Gewächse und Geschwüre zurückbilden. Es kommen Menschen mit Warzen zu ihm, aber auch bei vielen anderen Erkrankungen, bei Schmerzen, hohem Fieber oder um Blut zu stillen. Er kann auch Tieren helfen, wenn beispielsweise ein Euter bei einer Kuh entzündet ist. Josef hat bestimmte Gebete, die er spricht, während er mit seinen Händen den Körper der kranken Person abstreift. Die Person, die behandelt wird, bekommt eine Gebetsanleitung mit nach Hause. Josef sieht sich mit einer besonderen Kraft ausgestattet, die er von seinem Vater übernommen hat. Diese Gabe der Heilung ist für Josef eine Aufgabe, die mit viel Arbeit und hohem Zeitaufwand verbunden ist. Bis zu 20 Menschen können an manchen Tagen zu ihm kommen. Josef bietet seine Tätigkeit kostenlos an. Für ihn gilt: umsonst hast du bekommen, umsonst sollst du geben. Wenn er Geld nehmen würde, dann würde seine Heilkraft nicht mehr wirken, sagt er. Folgende Kriterien, die ich Ihnen jetzt nennen möchte, die können eine Hilfe bei der Beurteilung eines alternativen Heilungsangebotes sein. Zuerst einmal wichtig die Wirksamkeit. Das ist ein vielschichtiges Thema. Man redet ja von einer sehr breiten Palette von unterschiedlichen Verfahren, die alles andere als einheitlich sind. Es gibt alternative Heilmethoden, die eine gewisse wissenschaftliche Basis für ihre Wirksamkeit aufweisen können. Beispielsweise Yoga, Akupunktur oder Meditation. Während anderen überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz zukommt. Im Grunde muss man sagen, gibt es ganz wenige Angebote, denen Effekte jenseits des Placebo-Effektes nachgewiesen werden können. Viele solche Praktiken, die basieren auf traditionellem Wissen und auf Erfahrungen. Und manche alternative Heilmethoden und Heilsversprechen, das muss schon auch herausgestellt werden, die können potenziell schädlich sein, direkt oder indirekt, weil eine entsprechende notwendige medizinische Behandlung ausbleibt oder verzögert wird. Ein weiteres wichtiges Kriterium in der Beurteilung ist die Qualifikation. Diese Qualifikationen sind sehr unterschiedlich, aber letztlich entscheidend. Bei manchen Anbieterinnen und Anbietern ist die Kompetenz für das, was sie anbieten, bei weitem nicht gegeben. Für alles Medizinische, Psychotherapeutische und Pädagogische braucht es eine entsprechende Ausbildung. Und deshalb immer die Frage: verfügt die Anbieterin über die notwendige fachliche und persönliche Kompetenz? Gibt es da das Fachwissen, Qualitätsnachweise, ein Dachverband? Weiteres Kriterium, die religiöse Ausrichtung. Nicht, weil es etwas Verbotenes oder Verpöntes wäre, so ein religiöser Hintergrund, sondern im Sinne der Transparenz. Die Frage: werden religiöse Inhalte vermittelt? Es muss nämlich eine Passung geben, grundsätzlich. Eine Passung vom Bedürfnis des Hilfesuchenden und der Absicht des Anbieters. Also will die Patientin wirklich Transzendenz, Erleuchtung
oder Geheimwissen oder will sie einfach nur sich besser fühlen, gesünder und schmerzfreier werden? Weiters wird das Angebot als das einzig Richtige dargestellt und werden andere Hilfsmöglichkeiten abgelehnt oder sogar diffamiert. Wird zum Beispiel auf eine notwendige medizinische, psychotherapeutische Abklärung bestimmter Symptome hingewiesen. Es braucht so ein weiteres Kriterium, Klarheit und Erreichbarkeit des Versprechens. Was wird versprochen und ist das realistisch? Was ist damit gemeint? Weiters darauf wäre zu achten, kennt die Anbieterin oder der Anbieter, kennt der die Grenzen und die Gefahren seines Angebotes und weist er seine Kundinnen und Kunden auch darauf hin, welche Risiken gibt es, beispielsweise bei extremem Fasten oder beispielsweise bei Lichtnahrung, wo man sich mit oder aus Licht ernährt oder wenn auf lebenswichtige Medikamente verzichtet werden soll. Was kostet eine Behandlung und ist dieser Preis gerechtfertigt? Steht eine problematische Gruppe im Hintergrund? Ein Strukturvertrieb, ein Schneeballsystem? Werden die Bedürfnisse oder die Krankheit eines Menschen benutzt, um ihn an bestimmte Heilslehren einer Gruppe, einer Sekte zu binden? Es gibt schlicht und einfach auch Scharlatane. Und in Einzelfällen kommt es sogar richtig zu Engführungen, Vereinnahmungen von hilfesuchenden Menschen und sogar Manipulationen. Leider erlebe ich das auch immer wieder in meiner Arbeit. In extremen Fällen kommt es sogar zur materiellen Ausbeutung und zur psychischen Abhängigkeit von einem Guru. In einem vierten Abschnitt jetzt möchte ich unser Thema Rahmen, unser Thema Hauptsache gesund, ich möchte es rahmen und in einen größeren Horizont stellen und aus theologischer und psychotherapeutischer Sicht meine Überlegungen hinzulegen. Es wird sich um drei Fragen, Bereiche drehen, nämlich kann der Glaube denn heilen? Diese Frage möchte ich aufgreifen. Ist Heilung nicht auch viel mehr als Heilung? Und schließlich, stimmt das eigentlich? Ist die Gesundheit wirklich unser höchstes Gut? Ja, ich beginne mit der ersten Frage. PowerPoint ist beendet. Kann denn der Glaube heilen? Wenn ich mit der theologischen Brille hinschaue, dann deute ich die vielen alternativen Angebote, die Genesung und Gesundheit versprechen, als auch eine Antwort auf die Suche von uns Menschen nach gelingendem, nach gutem Leben. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich für viele Menschen auch ihre Religiosität ganz stark um das Thema Heilung und Gesundheit kreist. Ein beredtes Zeugnis gibt, wie wir gesehen haben, der religiös-esoterische Gesundheits- und Lebenshilfebereich. Aber auch im Christentum gibt es diese Verbindung von Glauben
und die Suche nach Heilung. Jesus von Nazareth, so schildert es die Bibel, hat um sich die Kranken, die Armen und Ausgestoßenen versammelt, die Gekränkten und die Bedrückten. Ihnen gehörte seine besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung. Von seiner Mitte her ist christlicher Glaube deshalb auch therapeutisch heilsam. Aber damit ist nicht gemeint, dass alle Gebrechen geheilt werden. Die Bibel gibt keinen Anlass zur Hoffnung, dass alle Krankheiten und Leiden zu Lebzeiten überwunden werden. Die jesuanische Botschaft ist sogar korrektiv zu manchen Allmachtsfantasien. Sie ist korrektiv zu vielen gängigen Heils- und Gesundheitsvorstellungen unserer Zeit. Es gibt nämlich keinen Automatismus zwischen Glauben und Heilung, so wie es in Teilen der Esoterik, aber auch in einem eng geführten Verständnis christlichen Glaubens oft gesehen wird. Der immer wieder kolportierte jesuanische Satz, dein Glaube hat dich geheilt, der wird gerne so verstanden und gerade dadurch missverstanden, dass der Glaube verkürzt als Eigenleistung des Menschen aufgefasst wird. Das Heilmachende, das Frohmachende, das Therapeutische, wenn man so will, der Botschaft Jesu, liegt darin, wenn ich das theologisch so deuten darf, das liegt darin, dass in jeder Situation, auch in Krankheit und Leid, noch eine Hoffnung in der Verzweiflung da ist, dass es ein Licht in der Dunkelheit gibt. Es ist jene Hoffnung, die darauf vertraut, dass sich eine größere Kraft durch die konkrete Geschichte hindurch, mit allem Schweren und mit allem Schönen, dass sich diese größere Kraft letztlich durchsetzt. Denn oft bleibt Heilung trotz aller Bemühungen und trotz aller Aufwendungen aus. Und dann gibt es immer noch dieses trotz allem, wie es der Wiener Arzt Viktor Frankl genannt hat, der Psychologe, der die Gräuel von 4 KZs, eines davon Auschwitz, überlebt hat. Dieses trotz allem, von dem er spricht, ist im christlichen Sprachspiel das Vertrauen in einen letzten tragenden Grund. Ein Lebensvertrauen, das selbst dann nicht verzweifelt, wenn es keine Heilung mehr gibt. Ein Vertrauen, das alles, wirklich alles anzunehmen vermag, was auch immer geschieht. Das führt mich zum zweiten Gedanken, denn auch psychotherapeutisch gesprochen liegt hier ein wichtiger Punkt. Heil ist viel mehr als Heilung. Also es gilt, eine medizinisch zu verengte Sicht aufzulösen und einen Menschen nicht auf seine psychische oder physische Gesundheit zu reduzieren. Der Arzt, Psychoanalytiker Till Bastian, der bringt es ganz treffend auf den Punkt, wenn er schreibt, dass wirklich gesund in einem weiteren Sinn nur der Mensch ist, der auch die Grenzen in seinem Leben akzeptiert, ja, der Leiden, Krankheit und Sterben zu integrieren weiß. Denn letztlich ist ja alles Leben vorläufig. Und alles Leben
geht auf ein Ende zu. Irgendwann kann weder die beste und modernste medizinische Intervention noch die spektakulärste Wunder- und Geistheilung Sterben und Tod verhindern. Diese Tatsache weist sowohl die moderne Medizin mit allen ihren Leistungen als auch alle überzogenen Versprechungen von alternativen Heilverfahren in ihre Schranken. Und deshalb geht es in einer psychotherapeutischen Arbeit auch immer ganz wesentlich darum, dass für Menschen, wenn keine vollständige psychische oder physische Gesundwerdung mehr erreicht werden kann, dass ein Leben mit einer Krankheit, mit einer Beeinträchtigung möglich wird. Dass Lebensmöglichkeiten ergriffen werden können und dass ein Sinn und ein Wert auch noch angesichts von Leid und Krankheit erfahrbar werden kann. Also in dem Sinn, Heil kann auch dort sein, wo keine Heilung, Genesung im vollständigen medizinischen Sinn gegeben ist. Und noch die dritte Frage, die bringt uns zurück auf den Titel unseres Vortrages, Hauptsache gesund. Und mit dieser Frage, ist denn die Gesundheit wirklich das höchste Gut, möchte ich unseren Kreis nun schließen. Denn ich meine nein. Hauptsache gesund stimmt eigentlich nicht. Natürlich möchten wir alle gesund sein, Leiden und Krankheit wollen überwunden werden. Alles andere wäre völlig lebensfeindlich. Trotzdem ist das höchste Gut von uns Menschen im Leben nicht die Gesundheit, sondern etwas anderes. Nämlich das Wesentliche für uns Menschen ist ein aktiv gestaltetes und als sinnvoll erlebtes Leben. Es ist entscheidend, dass ich in guten und sicheren Beziehungen lebe und dass ich mich vom Leben getragen weiß. Vorbeugend und vorsorgend zu leben, kann man durchaus sagen, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und zu fördern, das ist wichtig und gut. Aber man darf nicht übersehen und vergessen, dass Gesundheit nur eine Rahmenbedingung für das Leben ist. Gesundheit ist nicht das Leben selber. Gesundheit hat keinen Selbstzweck. Und deshalb ist für manche Menschen oft die Gesundheit wie zu einer Ersatzreligion geworden. Und viele Menschen kreisen heute manchmal leider zu sehr um gesundheitliche Befindlichkeiten. Und schließlich ist eine sehr wichtige Frage auch, wie sich denn dieser Satz, Hauptsache gesund, für jemanden anhören mag, der chronisch oder akut krank ist, mit einer Beeinträchtigung lebt. Also Gesundheit ist ein hohes, aber sicher nicht das höchste Gut für uns Menschen. Was schließen wir daraus? Komme zum Abschluss. Ein wichtiger Grund für den Erfolg alternativer Heilverfahren ist sicher, dass man sich Zeit nimmt für die Patientinnen und Patienten, dass man sich für sie und ihr Leiden interessiert, dass jemand da ist, die oder der zuhört. Es stehen da oft sanfte, körperlich, sinnlich erfahrbare und zumindest subjektiv als wirksam erlebte Möglichkeiten zur Linderung von Beschwerden zur Verfügung. Alternative Heilmethoden können bei kritischer Prüfung und verantwortlicher Anwendung durchaus eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Was ist wichtig zu beachten? Wenn es medizinische Themen betrifft, wenn es psychotherapeutische Themen betrifft, dann gehören Menschen in ärztliche oder psychotherapeutische, psychologische Behandlung. Und vergessen Sie die Charlatanerie nicht. Dort, wo Humbug
und hanebüchernes angeboten wird, lassen Sie die Hände davon. Und dort, wo Menschen gar finanziell oder emotional ausgebeutet werden, da kann es sogar gefährlich werden. Das letzte Wort möchte ich Sigmund Freud geben, dem Wiener Arzt und Begründer der Psychoanalyse. Er sagte: Gesundheit ist die Fähigkeit, lieben und arbeiten zu können und die Wirklichkeit so zu akzeptieren, wie sie ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.